Hast du auch häufiger so einen verspannten Nacken und willst eine schnelle Lösung, die du immer und jederzeit machen kannst, was wirklich schnell geht, also weniger als 2 Minuten? Dann schau dir dieses Video an, denn ich zeige dir genau, welche Übungen du nacheinander für wie lange machen kannst, dass es unter 2 Minuten bleibt und deinen Nacken- und Schulterbereich entspannt. Hi, mein Name ist Matthias, ich bin von Physio Insight und es soll ja schnell gehen, deswegen fangen wir gleich an. Die erste Übung, die du machst, ist, zieh so kräftig wie du kannst deine Schultern nach oben zu deinen Ohren. Du willst deine Schultern bei deinen Ohren haben und das hältst du für 10 Sekunden. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und fallen lassen. Das Ganze machen wir dreimal, also wieder hoch, Schultern zu den Ohren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, fallen lassen, kurz lockern und ein drittes Mal Schultern kräftig hochziehen, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und loslassen, locker lassen. So, die nächsten Übungen, die hältst du bitte immer für 20 Sekunden und dann wechseln wir und dann ist das Ganze unter 2 Minuten. Neige für die nächste Übung deinen Kopf zur rechten Seite, das bedeutet rechtes Ohr geht zur rechten Schulter. Wir greifen mit der linken Hand oben, legen die leicht auf den Kopf ab und greifen wir oben auf den Kopf, legen sie leicht ab. Wir ziehen nicht dran, wir legen nur ab, damit das Gewicht des Armes mit verstärkt und mit der linken Hand gehen wir nach unten Richtung Boden. Und jetzt sind es noch 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1 und wir wechseln, wir machen das Ganze auf die andere Seite, das heißt linker Arm geht hoch, wir neigen den Kopf nach links und mit dem rechten Arm gehen wir Richtung Boden nach unten, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und gut, letzte Runde ist nach vorne, beide Hände an den Hinterkopf, wir machen uns rund, auch in der Brustwirbelsäule, so rund wie es geht, jetzt solltest du an beiden Seiten hinten im Nacken eine Spannung spüren, vielleicht auch bis in die Brustwirbelsäule, dann geht es noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und gut. So, diese Übung unter 2 Minuten, vielleicht haben wir jetzt ein bisschen länger gebraucht, aber je häufiger du sie machst, desto routinierter wirst du eben jede Dehnübung 20 Sekunden und dann noch dreimal 10 Sekunden maximal die Schulter hochziehen. Ich hoffe, dass diese Übungen dir helfen, deinen Nacken relativ schnell zu entspannen. Wenn du langfristig was machen willst, dann solltest du unbedingt Krafttraining für den Nacken machen. Und wenn du da kein Video verpassen möchtest, dann abonniere unseren Kanal. Und wir freuen uns, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist bei Physio Insight. Ciao.